Hallo ihr Lieben, diesmal beschäftigen wir uns mit dem Thema Collagen. Aber woher kommt das Wort Collage eigentlich? Das Wort kommt aus dem Französischen und bedeutet übersetzt kleben. Deswegen ist der Kleber für unsere Collagen ganz, ganz wichtig. Es bedeutet also, dass ihr aus Zeitungen oder alten Büchern Sachen ausschneidet, zerschneidet und dann neu zusammenklebt, wie ihr hier sehen könnt. Jetzt wisst ihr, wo es herkommt und könnt direkt starten. Deswegen habe ich ein paar Ideen zum Nachmachen für euch. Was immer gut funktioniert ist, wenn ihr Personen findet, wo ihr den ganzen Körper seht. Und dann könnt ihr, wenn ihr verschiedene Sachen ausgeschnitten habt, nämlich das Gesicht oder den Kopf, mal mit diesem Gegenstand verdecken. Das hat immer einen großen Effekt und ihr könnt es jetzt die Pinselfrau nennen. Doch ihr müsst es nicht bei einem belassen. Ihr kennt verschiedene Versionen. Die Blumenfrau und die Teekannenfrau daraus machen. Das ist ganz simpel, ihr braucht einfach eine Figur und ersetzt dann den Kopf durch etwas anderes, wie hier auch. Zum Beispiel ganz einfach durch eine Zitronenscheibe. Das ist sehr simpel, aber hat einen großen Effekt. Was ihr noch nachmachen könnt, ist ein Collagen-Mandala. Das bedeutet, dass ihr einen Mittelpunkt habt und dann gleiche Teile drumherum klebt. Wie hier zum Beispiel die Flügel, die sind gleich. Dreimal das Eis. Ihr könnt natürlich könntet hier auch noch Eis hinmachen. Also ihr habt ein Motiv, was dann öfters auftaucht, wie bei einem Mandala, dass sich das so um die Mitte immer drumherum fächert. Das ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit. Ihr müsst natürlich Ausschau halten nach gleichen Dingen, aber wenn ihr ein paar Kataloge oder Zeitungen durchgeschaut habt, dann fällt euch da ganz, ganz viel auf. Ihr könnt natürlich auch einfache Formen, zum Beispiel hier Dreiecke oder solche Mandelformen ausschneiden und die dazu kleben. Achtet doch mal darauf, dass ihr zum Beispiel nur zwei Farben nehmt. Ich habe hier Blautöne und Orangetöne genommen und so ein bisschen Gelb noch dazu. Das macht das Ganze harmonischer und einheitlicher. Probiert das doch mal aus. Und wo wir schon bei Farben sind, ihr könnt natürlich auch Farbcollagen erstellen. Das heißt, ihr sucht euch einen farbigen Hintergrund. Hier ist es blau, hier ist es rot aus. Ihr könnt natürlich auch jede andere Farbe nehmen. Und dann sucht ihr aus euren Zeitschriften und Zeitungen und alles, was ihr findet, einfach die Farbe raus. Hier würdet ihr jetzt einfach alles blau suchen. Alles hellblaue, dunkelblaue, blaue Schriften und klebt die zusammen. Oder hier das Rot. Alles, was ihr findet, was rot ist. Ihr werdet erstaunt sein, was ihr alles findet. Thank you.